Kraftvoll und leicht zugleich schiebt sich das neue Illwerke-Zentrum Montafon über die Uferkante des Speichersees rodund in Van Dans. Das Gebäude ist eines der größten CO2-neutralen Holzhybrid-Bürohäuser der Welt. Der Einsatz an Energie und Ressourcen wird über den gesamten Lebenszyklus minimiert. Der Energiekonzern Illwerke VKW will mit dem IZM ein zukunftsweisendes Ausrufezeichen für nachhaltiges Bauen setzen. Darüber hinaus stärkt der Neubau den Standort Montafon und ist ein wirtschaftlicher Impuls für die Region. Der Entwurf des Vorarlberger Architekturbüros Hermann Kaufmann ging Ende 2010 aus einem geladenen Wettbewerb mit insgesamt 13 Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich als Sieger hervor. Der Holzbau mit seiner großflächig verglasten Skelettstruktur wirkte auf die Jury auf den ersten Blick gewinnend. Mit einer Grundfläche von 120 x 16 Metern definiert der selbstbewusste Längsbaukörper den Traditionsstandort rodund neu. Das raumgreifende, großzügig organisierte, nach allen Seiten orientierte Erdgeschoss ist die Basis für den aufgesetzten Büroriegel mit schönen und weiten Ausblicken. Frühling 2012. Bevor die Baumeisterarbeiten beginnen können, muss der letzte Schnee weichen. Bis Ende 2013 soll das IZM bezugsfertig sein. Es ist also keine Zeit zu verlieren. Spatenstich am 12. März 2012. Die Firma Cree, ein Tochterunternehmen von Romberg Bau, errichtet das Gebäude als Generalübernehmer. Sie hat bereits in enger Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Hermann Kaufmann den LCT-1 in Dornbirn gebaut. Das ist der Prototyp eines neu entwickelten Holzhybridhauses. Das IZM für Illwerke VKW ist der erste Kundenauftrag für ein solches Gebäude unter Wettbewerbsbedingungen. Das IZM wird auf einem Drittel seiner Länge im Wasser des Ausgleichsbeckens der nebenanliegenden Rodundwerke 1 und 2 stehen. Diese Seebaustelle muss bei laufendem Betrieb bewältigt werden. Deshalb werden 12 Meter hohe Spundwände eingezogen, um das Becken teilweise trocken zu legen. Die Entscheidung, über den See hinaus zu bauen, hatte vorerst einen ganz praktischen Grund, denn anders hätte der Längsbaukörper in der vorgesehenen Orientierung keinen Platz gehabt. Aus diesem Umstand wird schlussendlich eine architektonische Besonderheit. Ausgangspunkt der Planung waren die dringend sanierungsbedürftigen Bürogebäude der Illwerke aus den 1940er und 1970er Jahren. Sie genügten weder den heutigen Standards noch dem Nachhaltigkeitsverständnis des Unternehmens, das sich seiner Vorbildfunktion für den sparsamen Umgang mit Ressourcen bewusst ist. Ein Kostenvergleich und die Möglichkeit, betriebliche Abläufe und Organisationsstrukturen zu optimieren, ergaben klare Vorteile für die Neuerrichtung eines zentralen Bürogebäudes gegenüber der Sanierung bestehender Gebäude in Rodund und Schruns. Ein Masterplan der Architektengemeinschaft QS Hörburger zeigte die Vorteile einer Situierung des neuen Wasserkraft-Kompetenzzentrums am Standort Rodund im Gemeindegebiet von Van Dans. Das IZM soll die Organisationseinheiten Erzeugung, Engineering Services, Energiewirtschaft, Infrastruktur Services und Verwaltung zusammenführen. Die Investitionssumme für das Illwerke-Zentrum Montafon beläuft sich auf ca. 30 Millionen Euro. Es verfügt über eine Nutzfläche von rund 10.000 Quadratmetern. Das Untergeschoss und das Erdgeschoss sowie das Stiegenhaus sind in Beton ausgeführt. Die vier Obergeschosse als Holzhybridkonstruktion, deren Aufbau Mitte Oktober startet. Von Anfang an stand fest, dass das neue Kompetenzzentrum der Wasserkraft ein Green Building sein sollte, das die strengen Kriterien der österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, kurz ÖGNI, erfüllt. Energetisch ist das IZM ein Passivhaus. Zusätzlich spielen aber auch Lebenszyklusbetrachtungen, gesundheitliche Aspekte sowie soziokulturelle und funktionale Qualitäten eine Rolle. All diese Anforderungen sind bei diesem Bau in höchstem Maße erfüllt.
sodass Illwerke VKW für die ökologische Vorreiterrolle inzwischen das Green Building Zertifikat der ÖGNI in Gold bekommen hat. Als nachwachsender Baustoff optimiert Holz den Ressourcenverbrauch im Vergleich zu konventionellen Bauweisen nachhaltig. Die CO2-Bilanz ist um bis zu 90% günstiger. Die beim IZM verbauten 3000 Festmeter Holz entsprechen etwa 7 Hektar Waldfläche. Diese Menge wächst in Österreich binnen einer Stunde nach. Die Vorarlberger Wälder brauchen dafür 2 Tage. Holz hat den Vorteil, dass das Gewicht des Gebäudes und damit auch jenes des Transportes der Bauteile um die Hälfte reduziert wird. Es wird fast ausschließlich regionales Holz verwendet. Ein Drittel des Fichten- und Tannenholzes für die Konstruktion stammt aus dem Montafon, ein Drittel aus Vorarlberg. Das Eichenholz für die Fassade und die Möbel wird aus dem nahen süddeutschen Raum bezogen. In nur 6 Wochen werden die 4 Obergeschosse vor Ort aufgebaut. Möglich ist dieses Tempo durch ein flexibles Holz-Fertigteil-Baukastensystem, das das Architekturbüro Hermann Kaufmann gemeinsam mit dem Generalübernehmer Cree in einem internationalen Forschungsprojekt entwickelt hat. Das IZM ist nicht nur das erste Green Building in Vorarlberg in dieser Größenordnung, sondern eines der größten Holzhybrid-Bürogebäude der Welt und somit ein Meilenstein für ressourceneffizientes, nachhaltiges Bauen. Die 400 Decken- und Fassadenelemente werden bei den Holzbaufirmen der Region vorgefertigt und just in time zur Baustelle gebracht. Dadurch sind keine kostspieligen Zwischenlager notwendig. Man könnte diese Bauweise als eine Art individuelle Industrialisierung bezeichnen. Überzeugend für die Auftraggeber sind vor allem die technologischen, ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile der Holzsystembauweise, genauso wie die in Versuchen nachgewiesene hohe Brandsicherheit. Holzbeton-Verbundrippendecken trennen die Geschosse als nicht brennbare Schichten. Für den Notfall werden Sprinkler in die Decken eingebaut, dazu kommen massive Fluchttreppen. Die Formensprache der Fassade ist schlicht und zurückgenommen, mit umlaufenden Fensterbändern und einer Eichenlattung. Bei der Dachgleiche Mitte Dezember 2012 ist nicht nur wie üblich der Rohbau fertig, sondern die gesamte Hülle des Gebäudes geschlossen. Nun geht es mit Hochdruck an den Innenausbau und die Installationen. Für Herbst 2013 steht der Umzug auf dem Terminplan. Auch die ausgefeilte Gebäudetechnik basiert auf einem schadstoffarmen und nachhaltigen Konzept. 300 Kilometer Kabel und Rohre für Heizen, Kühlen, Belüften, Beleuchten und Sprinkeln sind in den Decken untergebracht. Deren Latten erreichen aneinandergelegt die stolze Länge von 100 Kilometern. 76 Tonnen Weißtanne und Fichte werden allein dafür verbaut. Einen kühlen Kopf im Sommer und warme Füße im Winter bei besten Licht- und Luftverhältnissen. Die Passivhaustechnologie gewährleistet diesen Komfort bei minimalem Energieverbrauch und geringen Betriebskosten. Der Energiebedarf liegt 70% unter den Energiekennwerten herkömmlicher Bürogebäude. Als Energiequelle dient das Kühlwasser des Rodundwerks 1. Über eine Wärmepumpenanlage wird das Gebäude gekühlt bzw. beheizt. Der Jahresheizwärmebedarf liegt bei 14 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Der Jahresprimärenergiebedarf beträgt 29 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Die Lüftung wird über eine CO2-Messung gesteuert. Die Fenster können geöffnet werden. Sollte jemand vergessen, beim Verlassen des Büros das Fenster zu schließen, meldet sich ein Sensor bei der Systemzentrale. Das modulare und hochautomatisierte Lichtsystem mit LED-Beleuchtung wird über Tageslichtsensoren und Präsenzmelder zentral gesteuert. Wenn niemand im Raum ist, schaltet die Beleuchtung automatisch ab. Jeder hat außerdem von seinem Arbeitsplatz aus Zugriff auf das Licht, um es individuell seinen Bedürfnissen anzupassen.
Auch die Jalousien verfügen über einen automatisch gesteuerten Motorantrieb, der ebenfalls tageslichtabhängig geregelt ist. Im Mittelpunkt der Planung standen die rund 270 Menschen, die im IZM arbeiten. Neben funktionalen Überlegungen wurden auch Faktoren wie Wohlbefinden, Komfort, Raumqualität und Kunst am Bau berücksichtigt. Das moderne Bürokonzept ist ohne Rücksicht auf hierarchische Strukturen aufgebaut und soll auch für jüngere Kollegen attraktiv sein. Nach intensiver Beratung mit den Mitarbeitern, begleitet von der Münchner Firma Marcon, wird der Typus des Open Space umgesetzt. Interne Abläufe gehen Hand in Hand. Kurze Wege fördern bereichsübergreifendes Agieren. Flexible Büros ermöglichen sowohl den Rückzug für konzentriertes Arbeiten als auch das kreative Miteinander. Mitte Oktober 2013 wird das neue IZM bezogen. Damit wird aus der Baustelle ein lebendiger, zukunftsweisender Mikrokosmos für Mitarbeiter und Besucher. Von den Erschließungstürmen aus gelangt man zunächst in eine Begegnungszone, die von allen genutzt wird und Lounge-Charakter hat. Hier gibt es Besprechungsräume und Teeküchen. Es folgt eine Mittelzone, die Plantische, kleine Besprechungszonen, Rückzugsmöglichkeiten in Thinktanks und Büroinfrastruktur bereitstellt. Um sie herum liegen ruhigere Arbeitsbereiche. Auch auf spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel die der Kraftwerksingenieure, ging man im Belegungsplan ein. Für ihre Arbeit benötigen sie Ruhe und viel Platz für die großformatigen Pläne. Das Betriebsrestaurant mit 170 Sitzplätzen und rundum sich zum See und das Besucherzentrum sind kommunikative Treffpunkte für alle Mitarbeiter und Gäste im Erdgeschoss. Vom spektakulär nach Westen geöffneten Foyer aus werden die Obergeschosse erschlossen. Dahinter gruppieren sich die unterschiedlich dimensionierten Besprechungs- und Schulungsräume, ebenfalls mit großartigen Aus- und Durchblicken. Auch im Inneren bietet das IZM zum Thema Kunst am Bau mit Werken von Vorarlberger Künstlern einige Besonderheiten. Das Projekt von Karl-Heinz Ströhle ist bereits während des Rohbaus in das Stiegenhaus integriert worden. Seine großformatigen Betonreliefs erinnern den Besucher an das entscheidende Element der Stromgewinnung. Wasser wird hier in ein Linienrelief verwandelt. Miriam Prantls Lichtarbeit besteht aus LED-Streifen, die direkt in der Laufrichtung der Deckenholzlatten eingebaut sind. Wechselnde Farbverläufe symbolisieren die stetig fließenden Energieströme der Illwerke und schaffen einen atmenden atmosphärischen Raum. Eine Serie von Reportagefotografien drückt die Tätigkeiten der 6 Abteilungen des IZM aus der Sicht von Nikolaus Walter aus. Die endgültige Auswahl haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Illwerke mitbestimmt. Die großformatigen Fotoarbeiten von Alexandra Berlinger und Wolfgang Viel sind individuelle Porträts der Abteilungen Energiewirtschaft, Erzeugung, Infrastrukturservices und Personal. Schlüsselmotive von Fotos wurden zu scherenschnittartigen Bildfiguren abstrahiert. Die Abteilungen lieferten dazu prägnante Stichworte für ihre Tätigkeiten. Die Kompositionen aus farbigem Karton und signifikanten Materialien des Betriebs wurden schließlich nochmals fotografiert. Rund 15.000 Besucher werden jährlich im IZM erwartet. Das Wechselspiel von Natur und künstlichen Landschaftseingriffen prägt seinen Standort. Daraus ist die Entscheidung ableitbar, einen starken und kräftigen Bau zu formulieren, der selbstbewusst den Ort neu definiert. Diese Haltung ist nicht unüblich beim Bauen im Alpenraum und steht durchaus in der Tradition des Vorarlberger Kraftwerksbaus. Das Gebäude strahlt durch seine exponierte Lage am und im See als Symbol für die Bedeutung der Wasserkraft und somit der Illwerke für das Montafon.